Helden braucht das Land. So das Motto des zweiten steirischen Fensterl-Prinzessinnen- und Prinzenwettbewerbes in Weißenbach bei Haus. Bekannt innovativ hat die Feuerwehr Weißenbach bei Haus die coolste Nacht des Jahres wieder mit einem bis an die Grenze fordernden Wettbewerb eingeläutet. Das Motto war von vornherein klar und wurde entsprechend transportiert. Es gab nichts zu verlieren. Das Moderatorenteam peitschte den Wettkampf gnadenlos durch und die top-trainierten Spitzenathleten kämpften bis zum letzten Atemzug. Ein Wettkampf gegen die Zeit. Vom Holzstammziehen bis zum Sprung jenseits der übermächtigen Heuballen, zum Erklimmen der schier unüberwindlichen Holzleiter bis zum finalen Versenken des Nagels am Holzstock war es ein schweißtreibender Kampf um jedes Hundertstel und die Siegerkrone. Die Devise für das Fest rund um den zweiten steirischen Fensterlprinzen wurden von Johanna und Regina klar definiert. Dass jeder viel Spaß hat. Genau, dass noch ganz viele Leute vorbeischauen und alle miteinander feiern. Ja, genau. Das Finale schließlich war eindeutig und entsprechend konnten die Häupter gekrönt werden. Zur Prinzessin gekürt wurde schließlich Madeleine Meyer mit einem unerreichbaren Siegeslauf. Es war so cool, ich fühle mich so erleichtert, das war einfach nur Wahnsinn. Trotz der Hitze, es war echt richtig, richtig cool. Ich freue mich voll. Was passiert heute Abend noch? Ja, ab 1, 2 werden wir schon noch trinken, ein bisschen feiern. Wohl, es wird schon gerade werden. Dass jahrelange Vorbereitung die halbe Miete ist, bewies der diesjährige Fensterlprinz. Ein ganzes Jahr hat er sich redlich bemüht, das 16. Lebensjahr zu erreichen, um siegen zu können. Letztes Jahr war ich noch ein bisschen zu jung, war ich noch 15, nicht 16, weil ich noch nicht dürfen. Jetzt habe ich gedacht, bin ich halt heuer. Rund um den Wettkampf wurden Gäste, Fans, Unterstützer der Athleten, Trainingsteams und Groupies bestens versorgt. Groß und klein genossen einen rundherum lustigen Tag. Die Wichtigkeit der Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehr und der Gemeinde unterstrich Frau Gemeinderätin Manuela Dankelmeier. Wir sind sehr stolz auf unsere Jugend in unserer Gemeinde und freuen uns über die Zusammenarbeit, dass das alles so gut funktioniert. Erleichtert und glücklich resümierte OBI Helfried Wieser für die Freiwillige Feuerwehr Weißenbach bei Haus über eine gelungene Veranstaltung und die großartige Zusammenarbeit innerhalb der Feuerwehr. Der Fensterlprinz hat sich ausgezahlt, das Wetter war herrlich, die Leute sind herrlich, es ist alles mitgegangen. Was will man werden? Hier beim Helfen, es sind 30 bis 40 Leute Alltag da gewesen vor der Feuerwehr und die haben alle zusammen haben das Festl organisiert oder aufgebaut und mitgeholfen und geholfen wird. Wie man braucht es auch. Und heute machen wir jetzt noch eine gescheite Garde und lassen wir es noch kochen beim Bierzeit. Ein tolles Gewinnspiel Zeltbetrieb bis in die Morgenstunden und Musik vom Auner Alpenspektakel fing mit der Krönung der Fensterlprinzessin und ihres Prinzen die coolste Nacht des Jahres mit dem Kuli-Muli-Fest erst so richtig an. Das abschließende Wort gehört HPI Markus Huber, der stolz und froh ist über seine Feuerwehr und ein Team, das fest an einem Strang zieht, um Feste wie dieses für die Gemeinschaft und für die Jugend innerhalb der Gemeinde und der Region möglich zu machen. Ja, wir haben eine richtige Freude mit Ihnen. Und da möchte ich mich recht herzlich auf den Weg recht herzlich bedanken bei Ihnen und bitte nächstes Jahr wieder, dass wir wieder so eine coole Veranstaltung umbringen. Danke.